Was ist eigentlich die Mission? Ja, bin ich. Und warum habt ihr alle Visiere und ich kein? Weil du mehr Dacker in deinem Magazin hast. Weil ich der Geist der Kunst der Schütze bin. Darum brauche ich kein Visier. Hust, hust. Also die Mission ist nicht genau zielen, sondern mehr Kugeln schießen. Für den Wissenschaftler Dinge finden. Und Geisel befreien. Also Zuteilung. Ja, entweder oder. Ich bin natürlich die 1, ist logisch. 2. Nein, verdammt. Bob macht die 3. Morph die 4 und Steffen macht die 5. Weißt du nicht wirklich, dass ich die 3 machen soll? Nee. Okay. Steffen, machst du noch einen Funkcheck? Ja. Ja. Hört ihr mich? Wann? Nee, ja. Also, Funkgerät eingestellt auf die Funkfrequenz? Ich meine ja, wenn ich mich erinnere vom letzten Mal. Dann Steuerung feststellt, hast du zum Funken drücken. Ja, das hab ich ganz gemacht. Warum öffnet mein Funkgerät nicht? Muss mehrmals drücken. Manchmal will das nicht. Warte, er hat sich nicht umgestellt. Vielleicht ist auch, ja, manchmal ist auch eine Leertaste drin oder so. Naja, er hatte sich einfach nicht eingestellt. Ich hoffe. Hab's jetzt. Yep. Ja. Okay. Alles klar. Warum hast du gerade nicht übernommen? Hat er wegen rausgekriegt, verpasst oder so, egal. Gut, was dann ich am Anfang falsch gemacht habe, ist Enter zu drücken, anstatt die Enter-Taste auf dem Funkgerät zu benutzen. Ja, ich meine, ich hab Enter gedrückt. Im Endmarsch mir nach. Ich bin trotzdem egal. Ja, egal. Bob, du bist 4. Ach, du bist 3. Welcher Knopf ist der scheiß Knopf zum Gehen in dieser Mod? Ganz kurz hier warten, ich muss einmal hinterfragen, wo ich hin muss. Du musst ums Geld. Was möchten Sie? Das ist Standardeinstellung. Wissen, was ich tun soll. Nee, dann bleib ich stehen. Was ich tun soll, wo ist Julius? Wenn du einmal nur kurz drückst, Julius steht da, der weist gerade Janik an den UV-Aufgaben. Gehen dann, anstatt zu laufen. Das sind die Typen, die gehen hier alle. Shadow, du hast Stück gekriegt mit den Containern. Oder Steuerung C, Entweder Doppel-C oder Steuerung C, je nachdem. Ja, Steuerung C, ja. Und wenn du einen Laser dran hast an deiner Waffe, nimm die hier raus. Weil sonst sich das beißt. Du hast nur ein Visier dran. Dann schalt einfach, ich will noch gucken, ich glaube, es ist ein und ich will einen verdammt nochmal einen mit dir haben. Ja. Haben sie auch mal, die sich ausgerüstet sind. Hallo Puppe. Na, du deine Sau. Hab ich dir schon mal gesagt, ich stehe auf asiatische Boys? Okay, ich irritiere jetzt, welcher seine Waffe nicht gesichert hat. Das macht mir immer Panik. nee, gut, dass du mich dran erinnerst. Jetzt nicht, aber da können wir bestimmt was regeln. Ja, Schuss bleibt. Jetzt siehst du, ich musste meine Waffe auch noch sichern. Danke. Ich hab Kondome dabei. Das erste, was ich mache, das allererste. Aber ey, du weißt, ich möchte dich aber im rosa Kleidchen sehen, ne? Ja, das kriegen wir hin. Grrr. Viel zu warm. Okay, ich krieg einen. Ich habe verpasst, dass wir. Ich dachte, es ist doch schon Briefing, aber es war noch ein Briefing, also wir sind zurück zur Position, wo wir waren. Och, krieg die alle nicht die Tür zu hier. Alle Säcke vor der Tür. Buddy-Team-Zuteilung. Macht zwar keinen Sinn mit der Zahlenreihenfolge, aber wegen den Klassen muss das so sein. Morph, du bleibst als Sun bei mir. Sun? Und ansonsten, alle anderen. Ich will Medic haben. Medic! Alle anderen stellen sich auf Rot und ich und Morph stellen sich auf Grün. Cool. Ace Eigeninteraktionsmenü, da wo du dich auch bandagierst. Danke. Dann auf Gruppenverwaltung und dann einfach auf Gruppe Rot beitreten. Ah, okay. Und zack. Und am besten schon mal Ausschlüsselränder. Ach ja. Genau. Und Ausschlüsselränder. Ja, das da nehme ich auch noch. Ja, da war was. Ja, wir haben das geplant. Ja. Bitte? Und ich möchte gerne einen wie ihr haben. Ich glaube, die Auswahl haben wir nicht. Oder ich kam hier einfach von euch ein, heimlich. Je nachdem, wie sehr wir auf Fresse kriegen, werde ich es vielleicht sowieso nicht brauchen. Was hat mich der geklaut? Was geklaut? Hab ich was geklaut? Was ist denn? Deswegen, ich nicht mehr verstehe. Helikopter. Ja,
Ich hab den Helm geklaut. Achso, zwei Dinge kann ich euch noch sagen. Sobald ich bei meinem Handy die Einstellung geändert habe. Und zwar. Ja, folgende Sache. Halt machen. So simpel, so einfach. Einfach halten. Sucht euch in der gleichen Formation, also ihr bleibt in der Formation und sucht euch eine Sicherungsrichtung. Letzter Mann guckt nach hinten logischerweise. Und ein, und das benutze ich für Rundumsicherung aufbauen. Da muss ich nicht die ganze Zeit immer dumm reden, wie so ein Idiot. Wer irgendwo ankommt, ihr seht mich mit dem Finger kreisen, baut einfach eine ordentliche Rundumsicherung auf. Wie macht man das in die Bewegung? Hm? Die Bewegung, wie macht man die? Ist so ein Belegen. Fünf ist Helikopter, acht ist Grüßen, sechs war. Nee, sechs Pisten. War Boxen. Was waren halt? Drei oder zwei? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich hab meins alles umbelegt. Okay, ihr bleibt kurz hier, ich muss zum Briefing. Benehmt euch ordentlich. Ja, auch mal doch. Los, los. So, das ist Randale. Was sagen wir zuerst hoch, der Helikopter? User left your channel. User left your channel. Für 3 Sekunden nicht bewegen. Das ist normal, das Abstürzen. Nee, Anti-Air habe ich gar nicht mal explosiv. Ihr habt gehört, dass wir die beste Gruppe sind? Ich würde sagen, wir machen auch einen Sitzkreis. Wie war das? So. Guck mal, die eine Truppe wunderschön in Reihe aufgestellt, die andere da kniend, wir sitzend. Ein Schicker, hau ab! Er nervt. FPS. 80 oder 90 Standard.
Hat mich gekneckert. Ja, ich bin jetzt von 15 hoch auf 30. Jetzt hab's voll leise. Nein, besser als 15, ne? Ich würde schon mal sagen, wenn wir eine Fahrzeugkolonne machen, ich fahr nicht. Ich fahr! Ich? Ja, oder so. Weil ich hab, glaub, die meisten FPS von euch. Wo bist du gerade? Bei Anzeige? Warum seid ihr denn so leise? Also gut, folgende positive Info: Wir sind wohl Angriffsteam. Juhu! Ey, die sterben. Ja. Fahrzeugmeldung kriege ich gleich. Wir bewegen uns vermutlich über die Hauptstraße Richtung Norden, Richtung Tanoa Sugar Company. Und dann noch mal gucken wir mal, dass wir da die Geiseln finden. Frage. Mit dem zweiten Alpha-Team. Bravo bleibt, soweit ich das verstanden habe, hier in der Basis zusammen mit der Opelzeit und passt auf den Wissenschaftler auf. Ja, sollten wir Verluste erleiden, stehen hier in der Basis auch seine Ärzte bereit. Und wir müssten uns halt wieder hierhin zurückziehen. Das war so alles, was ich bis jetzt weiß. Ich habe Frage, zwei Fragen. Erste Frage, GPS. Zweite Frage, mein Visier, ob ich einen kriege. Nein und nein. Okay. Ist das... Also Fernziele bin ich heute raus. Hm, was? Für Fernziele bin ich mit meinem Gewehr raus. Ohne Visier kann ich keinen Fernkampf machen. Kannst du das dann drauf sein? Deckungsfeuer ist deine auch Aufgabe. Ohne Visier kann man mit einem LMG ordentlich wirken. Das funktioniert schon. Wenn man weiß wie. Ich meine, je nachdem, was wann irgendwie passiert, ist es vielleicht eh ungünstig, wenn das LMG schießt. Weil wir haben Schalldämpfer. Bei dir sieht's nicht so gut aus. Ich kann auch Schalldämpfer auf meinen LMG draufpacken. Die Schalldämpfer sind auch eher unwichtig. Da wir jetzt gleich über die Stadt. Über die. Okay. Werden die, denke ich, auch erstmal abbauen. Und werden die benutzen, sollten wir irgendwo in einem Wald uns bewegen. Weil auf offener Fläche sind die Dinger absolut nutzlos, wenn wir da irgendwo rumstehen und überall einsehbar sind. Wenn wir uns durch den Wald bewegen und versteckt bleiben müssen, dann bauen wir die wieder an. Ja? Fahrt ihr auf der Westseite oder auf der Ostseite? Hab ich eigentlich auch einen Stern über meinem Kopf? Oder wie viele? Okay. Ist mir egal, sag du an, wo du fahren willst. Ich hab einen Maxim dabei. Okay. Dem ja, also die Westseite sogar präferieren. Okay, passt. Dann fahre ich von der Ostseite. Mal gucken, wie gleich die Wege eingetragen sind. Ja.
Das ist schon richtig, weil auf der Westseite sind zwei Hügel, wo wir den hochsetzen können. Jo, alles klar, weiß ich Bescheid. Problem ist der erste Mal, also. Passt schon. Ja, gut, läuft es. Ja, sehr gut. Okay, mir nach, wir besetzen die Fahrzeuge. Darf ich fahren? Sind auch, ist auch ein Hubby mit Mark 19 gestattet oder eher nicht? Komm. Ja, somit, das war mir schon bewusst, aber wegen Bildern und so ist halt ein Mark 19 deutlich besser. So verstanden, Alpha 1 Ende. Also Bob fährt, wer beschießen? Nukan oder Steffen? Ja, also, melde ich mich häufig. Mach du ruhig. Gut. Beifahrersitz ist meiner, wir nehmen den Mark 19. Muss mir nur die Richtung ansagen. Ja, ich muss gerade erstmal selber gucken. Ja, hört. Du hast GPS im Fahrzeug, ne? Ja, ja, musst du aber auch aufpassen. Nee. Als Mann hab ich keinen. Ja, ich hab eins, alles gut. Hier aus dem Parkplatz dann gleich raus und auf die Straße. Fahr schon mal raus aus dem Parkplatz und auf die Straße. Okay. Fahrtrichtung. Stellt ihr euch beim Fahren alle auf laut, dann krieg ich hier oben auch mit, was ihr jetzt so labert. Jo. Das ist laut. Nee, also hier links ist die Ausfahrt. Ja, oder rechts, das ist um? Egal, fahr rechts. Steuerung, Tab. Und jetzt links. Okay. Aber ich glaube, du warst auf normal noch. Hat keiner gesehen. Ja, ich war auf normal. Halt! Motor abstellen. Alpha 2 für 1, komm. Schipper von Overlord, komm. Alpha 2 für 1, komm. Alpha 2 für 1, komm. Gerade keiner da. Wenn ich Pinkelpause oder so. Und einer vergewaltigt seine Tastatur. Ja, das dürfte ich sein. Ja. Darum also, wurde ich... für uns ist aktuell nur bekannt, Geiselnahme bei Zuckerraffinerie, mehr nicht, richtig? Ja. Das heißt, kein direktes Feuer mit dem Mark 19 Richtung, Richtung Zuckerfabrik. Zuckerraffinerie, ja. Wissen wir irgendwie was über Zivilbevölkerung auf dem Weg dahin oder allgemein? Nee, Zivilbevölkerung eher als Geiseln auf der bei der Fabrik oder ortsansässige Streitkräfte im Sinne von Gendarmerie oder ansässiges Militär. Und die sind verbündet, aber es ist, könnte sein, dass die auf uns schießen. Ah, oh. Ja, okay. Ja, man weiß ja nie, wer das hier mit Korruption und so weiter ist, ne? Ja. Alpha 2 für 1, komm. Wir stehen an der T-Kreuzung bei der Tankstelle zur Abfahrt bereit, komm. Verstanden, Alpha 1, Ende. Hm.
Eben haben Jugendliche im Bus laut Musik gehört. Der Busfahrer brüllt, von vorne habt ihr auch Wanderlieder, die etwas verdutzt. Verdutzt. Nee, wieso? Busfahrer, weil ihr gleich lauft. Eins hört. Okay, wenn ihr alle mal kurz eure Karte checkt. Wir werden der Straße folgen bis WP Sierra. Werden dann von dort aus vorrücken Richtung Haltepunkt Papa und rücken dann über OWX-Ray in das Fabrikgelände ein. Zu Fuß oder mit Fahrzeug? Das werde ich mir anschauen, wenn ich Einsicht auf das Gelände habe. Bis Haltepunkt Papa auf jeden Fall mit dem Fahrzeug. Ja. Ab da werde ich prüfen, wie das Gelände aussieht. Habe ich ein Fernglas? Ich habe ein Fernglas. Sehr gut. Ich habe auch ein. Notfalls kannst du meinen haben. Ich habe alles gut. Ich finde die Texturen so geil. Ich glaube, wir haben alle eins, oder? Gibt's hier kein Autoradio? Alpha 1 so mit Abfahrt bereit, komm. Warte nicht. Heißt das right lower window? Hm? Was? Ah! Man kann sogar Fenster aufmachen, krass. Was, ne? Kannst sogar aus dem Fenster rausschießen. Jemand sieht da aber nichts raus. Theoretisch kannst du mit Steuerung Bild auf, Bild ab deine Sitzhöhe einstellen, glaube ich. Nee. Doch. Glaube ich nur für den Fahrer. Ja, Fahrer und Schützen können das. Cool. Ja, also, weil ich könnte jetzt halt auf den Bürgersteig schießen. Auf die Hecke. Ich kann das. Wenn du dieses Fenster runter machst und dann noch einmal klickst, dann guckst du besser raus. Okay, ich muss mal ganz kurz nochmal absitzen. Ich bin sofort wieder da. Ne. Ah doch, jetzt. Okay, perfekt. Ich kann so ziemlich den Horizont entlang schießen. Wie macht man das? Ich glaube, du kannst es als Fahrer nicht. Aber wie macht man das? Wenn das hinten sitzt, oder das Sitz verstellen? Wenn hinten sitzt, Fenster runter machen und einmal klicken, quasi. Oder ich glaube, Doppelsteuerung geht auch, ja. Wie komme ich wieder rein? Doppelsteuerung. Okay, danke. Ja, als Fahrer geht das wahrscheinlich nicht. Ja. Naja, als Fahrer rausschießen, das wäre auch ein bisschen Extremsport, oder nicht? Das wäre schon ein bisschen Gangster. Einer hat die MG. Also ich habe keine drei Arme. In der anderen hat der MG und der anderen hat das Lenkrad. Das ist ein amerikanisches Fahrzeug, das hat Automatik. Können nicht mit Spaltfahrzeugen fahren. Stimmt, die bauen das ja auch sonst immer ins Armaturenbrett, ja. Wenn sie mal. Und das ist sogar wirklich eine Automatik, sehe ich gerade. Alpha 1, Abfahrt bereit. Alles klar, Abfahrt, Schrägmöglichkeit 50. Vorne rechts. Wie war das mit den Tempomaten? Entfernen, ne? Entfernen.
Wenn da du kannst du mit Steuerung hast. Und Scrollen kannst du den einstellen. Recht? Ja, richtig, ne? Ja, ist richtig. Jetzt eigentlich nur noch der Straße folgen. Okay. Der Hauptstraße. Ja, komm. Wenn ihr aussteigt, vergesst nicht die Waffen wieder zu entsichern. Oh, das hatte ich letztens bei der Mission gehabt. Ich baller auf die, ich will versuchen, auf den Gegner zu ballern. Was ich wundere mich, warum scheiß die Waffe nicht geht. Ich nach immer nicht geht und dann tot. Oder bewusstlos. Yo, check. Ist besser. Alter, 35 FPS. Ja, 24. 45. Ich habe eigentlich bessere PC. Das ist wirklich check. Status gelb übrigens. Ich habe schon den ganzen Tag LKW gefahren und jetzt fahre ich schon wieder Auto. Ungefähr 600 Metern rechts kommt rechts ein Feldweg. Hui, leck. Boah. Ja, mega leck. Hui. Karussellfahrt, joi. Scheiße. Irgendwas ist explodiert. Irgendein Fahrzeug ist auch gegangen, ja. Ich hab gar nichts gehört. Das ist ja nicht einfach ein Fahrzeug reingefahren. Ja, warte mal ganz kurz. Hier rechts rein? Ja, Fahrzeug halt kurz. Alpha 2 für Alpha 1 kommen. Oh, ich hört. Oh, hört die. Dachte, Sie sind das Fahrzeugwerk, was hinten im Wald brennt. Wir hatten gerade kurze. Wir hatten einen Kaugummi auf der Straße. Geht's Ihnen gut, komm? So verstanden. Wir fahren weiter über den Feldweg. Wir biegen jetzt bei Sierra rechts ab. Okay, es sind nicht die anderen. Alles gut. Okay, wir werden bei Papa gleich eine Sicherung aufbauen Richtung Fabrikgelände, damit das andere Team sicher vorrücken kann. Wenn ich gleich sage, fährst du links über den Feldweg. Fährst du links übers Feld. Geh jetzt hinter dem Zaun links. Hier links. Genau, die Richtung beibehalten. Auf 12 Uhr kommt jetzt gleich das Haus, an dem wir uns jetzt gleich aufhalten werden. Okay, vielleicht haben wir hier oben doch keine so geile Sicht. Fahrzeug halt. Ah! Alles gut. Okay, fahr einmal bis vor an das Haus und stimm dich dann mit dem Schützen ab, dass ihr dass der Schütze eine gute Sicht hat. Fahrerschütze bleiben sitzen, der Rest steigt gleich ab. Okay, Fahrzeug halt. Alle absteigen bis auf Fahrer und Schütze. Sucht euch eine gute Position mit dem Fahrzeug, dass ihr wirken könnt Richtung Norden. Wo ist der Norden? Da, da. Dann. Ja, das Fahrzeug mal ein bisschen weiter nach links ausrichten, dann haben wir nicht die komplette Front zum. Ja. Da, stopp.
Einen Meter zurück. Sicherung Osten steht. Ja, noch ein kleines Stück. Ist noch frei. Yep, das ist ein guter Winkel. Keine Arsch. Schilf, Bahngleise, Türme. Schließt ihr da was? Ja, ne? Also Feindkontakte noch nicht, also ich bin... Hey, okay, stell ich doch mal. Auf 10 Check. Grad eventuell ein Sniper auf dem Silo, aber ich kann es nicht bestätigen. Ja, dann gib durch. Ja, jetzt. Naja, ich habe einen Kontakt auf 2 Grad, ist oben auf dem Gebäude drauf, sieht aus wie Spotter oder Sniper. Des Weiteren vom Fahrzeug aus auf 10 Grad auch vermutlich kurz, ein Sniper auf einem Silo. Ich habe Sicht auf die Leute, die du siehst. Wie gesagt, Wirkung mit dem Fahrzeug nicht auf die Fabrik. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass das andere Team an die Gebäude auf 0 Grad rankommt. Mit ihrem Fahrzeug. Hat sich einer von euch auf die beiden Personen auf den Öltanks bezogen? Ja, die sind gesehen worden. Ich habe beide markierte Ziele mal mit roten S markiert. Ja, sehr gut. Hat einer Sicht zum anderen Team? Negativ sind Bäume davor. Ich sehe auch keine, dafür habe ich noch einen Gegner. Ich glaube, ich habe nicht gespottet wurde. Auf dem Schornstein, auf dem Plattform oben drauf steht noch jemand, kaum zu erkennen vom dunklen Hintergrund. Jo, check. Wir haben direkt vor uns 150 Meter auf 350 eine Straßensperre von der örtlichen Polizei. Ich sehe nur ein Fahrzeug, aber keine Person. Ich lasse mal kurz meinen Hund raus, weil der nervt mich gerade rum. So verstanden. Wir haben unten an der Straße nordöstlich der Tankstelle ein Checkpoint der Gendarmerie. Bis jetzt nur Fahrzeug quer auf der Straße, keine Personen kommen. User joined your channel. So, mit. Drei wieder da. Für dich, was gerade durchgegeben wurde, bei der Tankstelle steht ein Fahrzeug quer, ist von der örtlichen Gendarmerie. Okay. Keine Person vor Ort.
Oh, kalt da draußen. Kalt, ne? Ich habe auf jeden Fall eine Gruppe, glaube ich, entdeckt. Da scheinen ein oder zwei Personen vor der Fabrik zu patrouillieren. Welche Gradzahl? Momentan auf 0 bis 3 sind in der Bäume. Brennt gerade rechts am Bagger entlang. Das verbündete Team müsste jetzt unten an der Tankstelle irgendwo sein. Also bisher haben sie mein Sichtfeld nicht gekreuzt gehabt. Vielleicht sind die auch noch oben am Wald, ich habe keine Ahnung. Er meinte gerade nur, sie sind am ersten Checkpoint. Ich weiß allerdings nicht, wo von ihm aus der erste ist. Ja, die haben Richtung Nordwesten auch nochmal einen Checkpoint. Das heißt, wenn die von Quebec nach Romeo rüberspringen wollen. Ah, check, ich hab Sicht. Die sind oben bei den Gebäuden bei 340 Grad. An dem Steinhaus. Okay, abbauen, Jungs, und aufsitzen. Vier sitzt. Alles klar, sitzen alle. Dann einmal links rum wenden und auf der Ostseite des Hauses hochfahren. Warte mal, ich muss meine Kleidung machen. So. Ich zurück zur Straße. Ne, ich hab ihm gerade die Effekte leise gemacht. Ich hab kein Wort verstanden gerade, nicht nur wirklich. Alles gut. Achtung, vor uns kommt gleich irgendwo ein Friedhof. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Geschwindigkeit mal ein bisschen reduzieren, so auf 10, 15 km/h, damit der Schütze ordentlich reagieren kann. Wenn wir Kontakt reinbekommen, gibst du Gas. Okay. 15 km/h eingestellt. Schütze. Da kommt Beschuss rein, gib Gas. Okay. Auf den Stein auf 11 Uhr. Zum Stein auf 11 Uhr. 2 für 1. Wir kriegen einen Schuss rein, komm. Alles im grünen Bereich. Ja, weiter nach links. Gib Gas, ey, es gibt Gas. Das war klar. Hier sind wir in Deckung. Okay, Fahrzeug halt. Absitzen. Sucht euch eine Position. Eine Frage, soll 2 mit absetzen?
Ja, auch Schütze erst erstmal absitzen. Steffen, bin bei dir. Jo. Von wo kam der Schuss rein? Der kam aus Richtung der Fabrik, würde ich sagen. Wann ist die Raketen? Feindkontakt auf den Dach Richtung Westen 300 Grad circa. Der Rückraum sieht erstmal frei aus. Weiterer Fernkontakt auf den Silo Richtung Westen 310 Grad. Yo, check, kurz Standby. Hat irgendeiner von euch gesehen, von wo der RPG-Beschuss kam? Ja, positiv, das ist der Schütze auf dem Dach, der hat eine RPG auf seinem Rücken. Vom Geräusch her kam das eher aus 280, deswegen. Also von der Flugrichtung, die ich gesehen habe, hätte das zum Silo gepasst. Okay, check. Vielleicht waren es auch mehrere. Vermute, dass der eine Typ auf dem Silo uns entdeckt hat, weil er in Kampfstellung gegangen ist. Welches Silo meinst du? Bei mir stehen die alle. Direkt ist vorne Richtung, warte. Dach, minimal ein Feind, der mit der RPG ist direkt beim Bagger auf 320. Des Weiteren ist ein weiterer RPG-Schütze an der Straßensperre auch auf 320. Richtung 310 Grad auf den Silo, der ist ein bisschen in Kampf bereit. Der schaut sich mit seinem Gewehr ständig herum. Okay, Jungs, wir bewegen uns jetzt weiter Richtung Nordosten. Irgendwo am Rand von dem Friedhof suchen wir uns gleich eine Position und dann machen wir einen Feuerüberfall auf die Fabrik. Ungefähr drei verstanden. Ich brauche einen Sunny. Ja, habe ich gerade gesehen. Ich bin gut, Rip. Decke Richtung Osten. Der Kopf, das könnte böse werden. Steffen, kannst du hier um die Ecke ein bisschen achten? Dann gucke ich so Richtung Osten. Ja, mache ich. Ja, nur noch das Bein. User left User your joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Das ist immer gefährlich, wenn du auf einmal wegläufst, weil ich zück mein Gewehr und wenn ich dann gerade am Klicken bin.
bist fertig. Gut, bei mir sammeln. Einmal Keil aufbauen, links verstärkt. Eskalieren und Vorwärtsmarsch. Okay, Gruppe, halt. Sucht euch hier an den Grabsteinen Deckung, so dass ihr auf die Stadt wirken könnt. Schalldämpfer aufschrauben und auf meinen Feuerbefehl warten. Frage wegen MG? Du schießt einfach drauf. Alles klar. Irgendwo hinter uns. Keine Ahnung, was das ist. Du willst die Basis direkt angreifen, oder? Ja, korrekt. Frage, darf ich eine Granate vorne in die Straßensperre reinhauen? Positiv. Achtet mal bitte auf eure Abstände, ihr seid viel zu nah beieinander. Wenn da gleich eine RPG trifft, sind drei Leute tot. Problem sind die ganzen Bäume im Weg. Sind alle Kampf? Sind alle bereit? Nee, drei noch nicht. Ja, bereit. 3 bereit. 4 bereit. 5 bereit? Hab ich schon gesagt, 5. Okay, check, hab ich gehört. Straßensperre sind zwei Tankos. Hinten am Bagger kommt. Achtet mal bitte auf den Schornstein. Welchen? Den ganz großen. 4 achtet auf den Schornstein. Ich 3 achtet bis in den Nahbereich ab. Ja, check mal unser Rückfeld, wenn es geht. Da waren. Ja, verstanden, die mich zurückziehen. Ich rücke bis in dem einen kleinen Haus davor. 310 auf dem Dach bei der Treppe. Oh, ich glaube, ihr habt ihn schon. Der lebt noch. Alpha 1 und 2 bekämpfen aktuell die Wachposten in der Fabrik kommt. Wir haben aktuell kein Gegenfeuer, komm.
2 für 1, komm. Haben Sie noch Kontakte? Komm. Da sind weitere Gegner hinten an dieser Fräs- oder Bohr-Sägeanlage. So. Jo, check. Wir bewegen uns jetzt gleich erstmal nach näher ran. Wir sind so ein bisschen außerhalb der effektiven Reichweite. Das andere Team hat keine Sicht mehr auf Feinde. Ich gucke, dass wir angreifen als erstes, ranrücken und das andere Team danach rücken. Ich würde mit meinem Team jetzt ranrücken an den Compound. Können Sie uns so lange Decken geben? Komm. Wir würden jetzt ranrücken. Können Sie uns so lange Deckung geben? Komm. So verstanden, wir machen uns auf den Weg. Gut, wieder an mich angliedern. Keilformation, wir bewegen uns weiter Richtung 300. Mit wo da? Drei da. Chinookan, hast du Rauch? Für Unterlaufgranaten? Roten und grünen. Jeweils einmal. Na gut, dann lass mal noch. Komm, ich will jetzt. Okay, geht los. Ich komm nicht über den. Fünf fängt am Zaun. Wiederholen. Er hängt am Zaun fest. Konntest du dich. Ah, okay. Passt auf die Häuser auf, da können auch welche sein, ne? Okay, hinter mir aufbauen. Drei steht. Vier steht. Fünf steht. Okay, check. Rotes Buddy-Team zu dem türkis-roten. Kontakte voraus, 50 Meter, Nahbereich. Teilt euch auf. Ausfall an Tarnter ist getroffen. Kann hier jemand zurückziehen? Ja, ich zieh. User left your channel. Joined your channel. Wo waren die Kontakte? 50 Meter Richtung 340. Kannst du mich behandeln, Morf? Alles klar. User joined your channel. Okay, Chinookan, ich werfe ihm eine kurze Granate. Wow! Das war auf mich. Jo. Granate raus. Ja, Kontakte hinten bei der Straße. 2 für 1. Wir haben Kontakte bei uns im Nahbereich. Markant. Rot, türkises Haus. Offene Fläche bei Strommasten. Fuck. Wir haben Kontakte im Nahbereich. Markant, rot, türkises Haus bei Strommasten. Sie müssten das von da oben sehen können, komm. Wer da vorne an der Kiste ist, Kontakte waren 10 Meter links von dir am Zaun vorhin. Ja, die Richtung. Ja, du bist erstmal zu. Weg. Wir könnten zwei Häuser weiter rechts auf den Balkon verlagern. Halt, alle kurz Position halten, Morph mit mir. Ja, bin hinter dir. Tipp links am Schaden, scheint nichts mehr zu. Wenn ich um die scheiß Ecke gehe, habe ich Lags. Okay, die sind bekämpft, soweit. Okay, sieht aus, als wäre der Feind bekämpft. Okay, zurück zu meinem eigentlichen Plan. Rotes Team einrauchen Richtung West und auf 320 an das rot-türkise Haus vorspringen. Sobald der Rauch liegt. Kommando über das Buddy-Team übernimmt Chinookan. 2 für 1 Richtung 320 einrauchen.
Feinde scheinen bekämpft, wir rauchen ein und rücken weiter vor. Sobald wir gleich die nächste Position erhalten haben, alle eingenommen haben, können sie weiter vorrücken. Yep. Ja. Ich melde mich wieder, eins Ende. Okay, warum zündet hier auch nicht? Okay, oh, schon. Soweit. Bob, Steffen, ihr springt vor, sobald da Meldung machen, ich zieh danach. Alles klar. Und Sprung. Drei springen. Ja, bin da. Rechte Seite. Ich zieh danach. Steffen, mit an die Tür, wir sichern erstes Haus. Ich öffne komplett. Geh rein. Rechts frei, links ein und checken. Links auch frei. Jo. Haus frei, kommen raus. Yep. Haben Stellung am Haus bezogen, können nach. Check, wir rücken nach. Mach bereit zum Sprung. Okay, Sprung. Jo. Gut. Okay, sucht euch mal eine Position, von wo aus ihr das Fabrikgelände einsehen könnt. Ausführung. Ja, möglichst groß verteilen. Ich bin im gelben Haus direkt daneben. Ja, ich glaube, andere Richtung vom Rauchen sinnvoller. Achtung, bin neben dir. Ich bin im Gebüsch links vom Haus. Meldet, wenn ihr alle eine einigermaßen annehmbare Position habt. Kommt 5 bereit. 2 in Position. 3 auch. So für 1 kommt. Ah, die Sicht ist scheiße. Ja, ne? Wir sind in Position. Wir fragen, wie groß im Umfeld dürfen wir vorrücken können? Auf den Turm wäre nicht schlecht, aber dann sind wir schützlos. Ja, ich hätte an das Haus hier auf 320 gedacht. Achtung, ich schieße, ich glaube, ich habe einen Kontakt, aber könnte auch eine Leiche sein. Lade mal Munition nach, ne? Zur Not. Okay, war am Leben, ist ausgeschaltet. Ich behalte mal rechts ein bisschen im Blick. Ja, ich war halt links. Und bisschen den Rückendeckung. Der am Schornstein ist tot, oder? Sieht so aus, ja. Behalte mal ein bisschen hier die vorne den Sichtfeld. Ich behalte mal die Rückendeckung, falls einer auf die Idee kommt, von hinten anzugreifen. Ich hab, glaube ich, schon eine Idee, wo die Geiseln sind. Shinukan, such dir mal eine Position, von wo aus du gleich die uns zugewandte Seite der Fabrik einrauchen kannst, dass wir rankommen an die Mauer. Wie ist mal mit Unterlaufgranaten? Ja, check, ich such mal was Schönes. So verstanden, wir rauchen unsere Seite ab und rücken ebenfalls an die Südostseite, komm. Ja, check, deswegen rauchen wir uns ein. Passt soweit. Sie können schon mit dem Eindringen beginnen, komm.
So, dass ich einfach die Hauptstraße vorne absmog. Korrekt. Hola. Wiederholen, komm. Check, so verstanden. Wir beginnen jetzt ebenfalls mit unserem Angriff. Rauch raus. Ja, ich muss erst noch nachladen, gab uns. Granate ist raus, hab ich gehört. Achtung, kreuzen. Ja. Rauch liegt. Das zweite war eine HI. Ja, gerade gemerkt, jetzt liegt die rum. Okay, Rest, kompletter Trupp bereit machen zum Sprung. Drei bereit. Zwei, fünf bereit. Vier bereit. Okay, Sprung in 3, 2, 1, Sprung auf, Marsch. Hey, lauf. Scheiße. Quelle unbekannt. Achtung, Lücke voraus. Schuss rechtsseitig der hinter mir auf der an der Mauer aufrein. Drei steht. Fünf steht. Ginukan, ich glaube, du bist auf der falschen Straßenseite. Ja, check, komm rüber. Wow. Der Schuss. Bin leicht getroffen. Yep, hinter der Mauer. Ausgeschaltet. Geht's allen gut? Ich schau. Ja, ich bin noch gar nicht. Kopf, ne? Kopf. Ja, ich hab auch einen gleichen Kratzer, aber nichts Ernstes. Verwittig hier noch. Ja, check, so verstanden, ist uns bewusst. Jo. Verarztet euch, ich bin. Könntest du mich mal nähen? Ah, Moment, ich bin gerade Chino am Verarzen und dann. Komm ich zu dir. Ja, mein Kopf hat's auch nochmal getroffen. Also ich bin gesund. Nein. Oh, Kopf ist zu, ich näh dich eben. Jo. Alles klar, du bist fertig. Schmerzen. Bei dir, Shino? Nee, bei mir nicht. Antares, ich löse dich ab. Jo, check. Oh, ich steh hinter dir, Achtung. Fertig. Ja. Wie sieht's mit dem Rest aus? Heile. Dann. Okay, folgender Fall. Bob, ich möchte, dass du hier gleich das MG auf der Straße aufbaust und Richtung Nordwesten sicherst. Ich und Morph bleiben bei dir. Der Rest des roten Teams bringt Richtung 020 hinter dem gelben Bagger. Ja, check. Okay. Bob, ausführen? Okay, Morph, du bleibst in Deckung. Ja. Ginukan und Steffen, springen zum Bagger. Springen. Position bei Bagger erreicht. Eben. Check, ich und Morph ziehen nach. Ich stöhne gerade, keine Ahnung warum. Ja, ich bin hier hinten. Ich geh noch einmal kurz Bob checken. Ich geh einmal kurz Bob noch checken, bevor wir antworten. Ja, einmal hier an der Stelle kurz halten. Und dann kannst du es machen. User left your channel. Kann das andere Team auf der anderen Seite von Sägewerk sehen? Komm rein und so. Check dich mal einmal kurz, ob ich was bei dir sehe. Ja. Ich merke auch nichts so mit Schmerzen. Sag Bescheid, wenn du fertig bist mit Checken.
Ja, du bist vollkommen in Ordnung. Könnte es vielleicht an der Ausdauer liegen? Nö, gar nichts. Okay, alles klar. Ich geh zu einem anderen. Kannst du mir... ich komme wieder zu euch. Kannst du mir Alupolster eventuell reinmachen? Vielleicht ja, die sind alle. Nimm Bob direkt mit. Beide zu mir oben auf den okay. Heustapel. Alles klar, komm. Ja. Hier ist da. Drei ist da. Okay, hier oben einmal Sicherung aufbauen, MG aufbauen. Ja. Yep. Chinukan und Steffen, ihr seht die erste Betonmauer von euch aus ungefähr auf 330 Grad, wo der erste Bagger dran, der erste hier Schieber dran steht. Ja, das ist bei uns die zweite Betonmauer, dazwischen kommt nochmal eine positive Kurve. Einmal daran springen, Ausführung. Springer? Ah, okay, jo. Steffen, du linke Ecke. Ja. Wenn Sicherung steht, Meldung. Sicherung steht. Gut, restliche Elemente nachziehen. Selbes Spiel nochmal, MG und Morph aufbauen, Steffen und Chinukan Richtung 300 weiter an die nächste Mauer. Ausführung. Springen. Bin beim linken Schieber. Ja, Sicherung. User joined your channel. Check, wir ziehen nach. Und Sprung. Okay, folgender Fall. Wir teilen uns jetzt hier auf. Rotes Team, ihr geht über Norden und ich gehe mit Morph straight Richtung Westen. Durchsucht den Komplex nach den Geiseln. Ausführung. Schüsse. Alles klar. Ja, also. User left Morph, will zu mir. User joined your channel. Ja, ich bin auch da. Macht dritten Mann. Genau, in der Position laufen wir Laufschritt. Einmal checken die Tür. Drei. Bereit? Zwei. Öffne. Ja, sauber. Okay. Check das mal, ich guck hier wegen diesen Sanddingern. Drei. Genau, drei, zwei, eins, wie auf. Sauber. User left your channel. Okay, an der Mauer weiter. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Rechts an der Röhre weiter. Okay, hier ist nichts. Kannst du mir rüberkommen? Schüsse. Ja. Hat da was Auswahl? Ich glaube, ich bin heute zu schnell. User left user joined your channel. Okay, langsameres Tempo. Oh, vor uns, Evo. Ja, direkt auf. Meldet, wenn ihr Probleme 2, kriegt. 1-0. Achtet auf Friendly Fire. Oh, geht runter. Hat einer sie schon gesehen, richtig? Nee, negativ. Er scheint irgendwie hinter der Röhre herzukommen, 220. Aber ich kann's noch nicht bestätigen. Gleich bisschen vorrücken.
Soll ich ein wenig vorrücken? Team Rot, wie ist euer Status? Status Grün sind ab und zu unter LMG-Beschuss, versuchen Feind zu orten. Geh mal rechts von dir auf die Röhrenseite und rück dort langsam vor, wir rücken auf der Seite. Oh. Ja, check. Komm. Hinter Mauer irgendwo. Ich markier gleich meine Position auf der Kap. Kommt dann am besten mal zu uns, wir haben die Geiseln gefunden. Ja, wir haben Feindbeschuss außerhalb aus 50 und des weiteren Feindbeschuss aus Südwest bei uns. Vertroffen, hinter der Mauer irgendwo. Zieh dich zurück, wieder an die Position, wo wir bei 20 Stück standen. Muss mich kurz eben verarschen, schwer getroffen. Ja, versuch dich zu uns zu ziehen, dann können wir dich verarzten. Wir sind hier hinter der Mauer. Ja, ich bin hinter das Rohr. Ja. Meldung: gar keine Unterlaufgranaten mehr, genauso wenig wie Rauch. Wow. Irgendwo ist noch einer. Irgendwo Richtung 220. Das ist echt uncool. Shino, du übernimmst zurzeit mal das Kommando, während ich Antares verarze. Ja, check, ihr müsst. Oh, irgendwo oben. Zwischen zwei Feindseiten festgebildet. User left your channel. Osten. User joined your channel. Für mich zur Information, wir sind im. Feind ausgeschaltet. Nordöstlichen Eck unter Sugar Company, unter dem PAN, in dem Eck hocken wir aktuell. Feind, der auf uns geschossen hat, habe ich ausgeschaltet. Vermutlich. Kann mich jemand verarzten? Jo, warte. Frage Morph, wo ist euer Standort? Standby. Schuss. Von hinten. Müsste direkt südwestlich von euch sein, in einer kleinen Blechhütte mit den Geisern. Ja, hinten, hinter der Mauer. Auf der anderen Seite des Gebäudes. Sieht einer den Typen? Ja, check ihn mit. Scheiße, ey. War getroffen. Ja, zeigt am besten nicht eure Köpfe. Ja, ist entweder direkt hinter der Mauer oder irgendwo hinter Gebüsch. Er scheint sich in den Büschen verstecken zu können aktuell. Da liegt eine tote Leiche, aber. So, der scheint irgendwo zwischen uns zu sein. Ich glaube, der ist hinter der Mauer. Ja, 100 Pro hinter der Mauer. Okay, wir verlegen erstmal zwischen die Silos auf 140. Wir versuchen zum Morph und Antares rüberzukommen. Einmal hier über die Mauer rüberspringen und dann wieder in Deckung. Muss Medic haben, ey. Ja. Morph, wir versuchen zu euch rüber zu kommen, während wir noch feinen Kontakt vermutlich in unserem Rücken haben. So, verstanden. Okay, könnt nachkommen. Kannst du mir deine Lage noch genauer beschreiben, eventuell? Halt, stopp! Sobald ich Antares stabilisiert habe, kann ich es gerne versuchen. Täuschung. Ja,
Ja, wir gehen hier hinter dem großen Turm längs. Der hat mal ein bisschen in den Hinterbereich, ne? Wenn ihr könnt, wieder joggen. Also das in Waffe im Anschlag joggen. User left your channel. User joined your channel. Frage an dem MBVWD, seid ihr schon vorbeigekommen, richtig? So kann man nicht aufmachen. Komm. Seht ihr den Blechschornstein? Stefan? Ja, ist links von dir eine Förderanlage, wo die ganze richtig, Gleise... da in der kleinen Blechhütte, direkt an dem Schornstein. Vor... Ja, check, ich glaube, wir sind gleich um Ecken. Geschoss von rechts? Von links? Ja, es ist feindlich, definitiv feindlich. Der war der vor uns, war? Einen habe ich. Ja. War, glaube ich, auch nur einer. Steffen? Ja. Okay. Ja. Alle grün? Ja. Okay. Blau. Dann springen wir nach Westen weiter. Rüber. Komm. Ich habe Sicht zur Geisel. Wir kommen aus Südosten. Blute. Steffen, bei dir alles in Ordnung? Bei mir alles bestens, ja. Steffen, bleib mal hier. Ja, dann komm mal bitte bei mir ans Eck und löse mich ab, dann kann ich mich aufhören. Ja, bin da. Jupp, geh weg. So, Antares ist erstmal stabil. User left your channel. Wir müssen eigentlich nur einen Defi haben. Aber oh, hui. Auch noch geklappt. Dachte, das war eine Geisel. Ja. War's nicht. Das hat er ausgenutzt, würde ich sagen. Ich glaub, der hier, Alpha 2, ich war bis gerade bewusstlos. Wir haben die Geiseln gefunden und die sind soweit gesichert. Komm. Wie sieht's bei euch aus? Blau, ich brauch Medic. Alles bestens. Ja. Bei mir danach alles auch. Alles klar, ich nehme dich hin. Schmerzen oder so? Ich puste, also ich atme schwer. Und ja, habe ein leichtes, minimales Zitterung. Ja, ob ich dir eine Schiene geben kann? Ich kläre das Ganze noch mit Alpha 2 und suche erstmal eine Landezone. Das kann noch ein bisschen dauern, komm. Okay, ihr kümmert euch ganz kurz um euch. 2 für 1, komm. Wie ist euer Status? Komm. Du brauchst keine Splinte. Bist so erstmal wieder zu. Ja, danke. Ihr beiden seid in Ordnung? Ja. Alles klar. Bei mir müsste noch einmal drüber genäht werden. Schade, also hier von da. Eine Sicherung um den Komplex herum, komm. Jo, bist du. Jo, danke. Von dort, wo ihr seid, eine Sicherung 360 um den Compound, komm. Okay, so verstanden. Ich markiere gleich auf der Karte eine Landezone. Wenn sie ihren Verletzten aufgepäppelt haben, treffen wir uns da und transportieren die Geiseln mit dem Heli ab. Komm.
User left your channel. Feuergefechten Richtung 330. User left your channel. Eigentlich schon zwei tote Leichen. User joined your channel. So weit weg, wie sich's anhört. Hinter dem... Achtet unbedingt drauf, wenn der wer um die Ecke kommt, nicht, dass ihr auf eigene schießt, ne? Ja. Also definitiv erst eindeutig identifizieren, dass feindlich ist. Lade ihm nach. Okay, Jungs, wir müssen jetzt gleich die Geiseln irgendwie sicher hier hinstellen. Okay, folgendermaßen. Rotes Team, ihr baut einmal hier bitte kurz eine Sicherung auf. Ich und Morph bringen die Geiseln einen Schuppen weiter. Ja, ich bleib dann hier oben auf da. Ein Schritt weiter in welche Richtung? Südosten. Ich bleib hier an der Ecke Richtung Nordwesten. Ich decke West-Nord ab. User joined your channel. Wo ist Nana? Ja, hört kommt. Ja, check. Wir sind auch soweit, komm. Was? Eine Frage, Snyder, wo sitzt du aktuell? Ich bin hier oben auf da. Oh, wow. Ja, GG. Die beste Möglichkeit. Also Aussicht. Okay, dann haltet ihr beiden Nord, Snyder, ab und zu mal rüber nach Westen gucken. Ich sicher dann hinten mit nach Osten. Ja, ich habe schon gesagt, dass ich West nach Nord absichere, so den Bereich. Auf, du hast mir die Turnikeys dran gelassen. Oh, Entschuldigung. War nur mit Absicht. Alles gut, jetzt habe ich es gemerkt. Jetzt habe ich allerdings schon tausendfach Schmerzen der Hölle. Dir steht ja auf Schmerzen. Eine Geisel bockt sich immer wieder durch die Wand. Okay. Armer. Ich probier's mal. Vielleicht für die frische Luft. Das ist immer noch nicht, dass er die Gesetze der Physik einfach ignorieren darf. Okay. Dann sichert mal die Landezone. Okay, Team Rot sichert die Landezone Richtung Ost und Süd. Packe eben die Magazine auf. User left your channel. Einmal Sicherung abbauen, Snyder Richtung Nordost ausrichten, mir gegenüberliegend. Ja, verstanden, mache ich sofort. Wenn ich die Magazine umgepackt habe. So. Richtung Nord, ich mal bleiben, wo ich bin. Ihr Team kann dann die restlichen beiden Seiten nehmen, komm. Hi, nicht gebrochen. Mein Team baut Sicherung. Verbündete kommen von Norden her. Vorsichtig. Naja, check, Steffen, du kannst mit abrücken. Ich hab den. Welche Richtung ist noch offen zum Checken? Ich weiß nicht, warum der jetzt schon landet, ehrlich gesagt. Bringst gleich die Geisel mit mir in den Heli. So, verstanden. Wenn der Heli gleich gelandet ist, einmal eine Nahverbindung-Sicherung in den Heli, um das Ziel dann bis sich die Geisel um. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste.
Ach ja, den grünen Rauch hab ich geworfen. Bereit machen zum Aufsetzen. Ja, alle zwei bereit. Nein, kann ich reinkommen. Okay, nicht aufsetzen. Mir sagt ja keiner was. Kannst du Endbehandlung von Gantor machen, wenn er noch nicht komplett fertig ist? Bleib doch auch Aua. Danke. Oh. Gantor, bist du fett? Ich bin fett. Fit meine ich. Ich bin auch fit, ja. Ich bräuchte auch mal ja. Sani, weil... Ja, Morf, dann kümmere dich mal um Genix. Ja, guten Tag. Nur mal nehmen. Ich hab ein fettes Problem. Moment, ich muss mein Mikro runter. Ich höre noch den Funk aus dem Heli. Und Schüsse? Von Nordwest, 40 Grad. Das war unser Heli. Da kommt nicht. Da fliegt unser Heli. Yay. Da ist einiges explodiert. Wer war das unsere? Das war unser Heli. Alpha 2 Standort, LZ Blue in Conova Sugar Company haben gerade. Frage: War das wer von uns, der gerade auf den Offroad? Ja, ich muss das. Ich muss in ein Fahrzeug einsteigen, damit ich diese Radio-Chat dann von dem Heli loswerde. Ja, check, ich war nur die Frage, ob es nicht weg ist. Keine Ahnung. Und er ist nicht weg, ich bin RIP. Also ich würde sagen, dass der Heli mit den Geiseln? Ich würde sagen, ja. Er ist in die Richtung geflogen, er kam aus der Richtung geflogen. Unseren Leuten hier vor Ort war es der Black Hawk mit den Geiseln. Kommen. Mission failed. We will let him next time. Was sind denn hier gerade für zwei Flugobjekte aus dem Himmel gefallen? Komm. Warum? Ey, was vibriert hier? Haben wir irgendwie gerade ein Erdbeben oder so? Wieso zockt das denn hier so? Könnte ein Erdbeben sein. Ja. Hä? Ach ja, das Vulkan. Vulkanausbruch. Oh, was? Hä? Was? Vulkanausbruch. Klapper doch nicht, wo denn? Keine Ahnung, denke ich mal. Weil das Erdbeben. Ach, halt die Fresse von Vulkanausbruch. Leck mich doch am Arsch. Hör auf damit mit der Scheiße. Ich krieg doch einen Außenplatz.
Wir sind ja auf einer Vulkaninsel, also. Ja, komm, laber nicht, nein, hör auf damit. Ich weiß nur eins, es ist tierisch nervig. Also ich würde jetzt irgendeine Art von Ton dabei erwarten. Also ich würde einfach nur so hier stummes Zuhause mit. Also ich tippe das gerne noch. S-Heli einsteigen, dann geht das auch weg. Sichern. Müssen wir auch wieder Munition fassen dann? Sichern LZ Blue, warten auf Transport, Abtransport durch Helikopter. 2 hat West. Soll ich 3 hat die Straßensperre. In dem Busch. Die uns wieder abholt. Diesmal können wir auch mitfliegen. Heli kommt in 3 Minuten. Ich habe Heli Schmerzen, aber ich habe keine Schmerzen. Keine Ahnung warum. Links von dir ist nicht gesichert.
Wir sitzen als zweites auf. User left your channel. User joined your channel. Position halten. Ich bin der Letzte, der aufsitzt. Okay, aufsitzen. Den kann ich nicht rennen. Reicht. Bockade. Ja. Letzter Mann sitzt. Abflug. Abflug. Und Absturz. Feuerstatus. Was für Feuerstatus? Ja, falls wir beschossen werden, grün, ne? Naja, Feuerstatus gelb. Bei Beschuss Feuer erwidern. Jetzt weiß ich, warum ich solche Lags hab. Warum? Weil ich die Sichtweite im Fluggerät noch auf 3 Millionen hatte. Ja, Tito, bin auch bei 12.000. Das ist halt scheiße, wenn du einsteigst und der von 1.000 auf 11.000 rendern muss. Kein Wunder, dass ich da jedes Mal ein Stadtbild kriege. Ich bin jetzt zu Ende, oder was? Wer fliegt denn eigentlich gerade? Lacker. Gut. Hör dir mal an. Der klingt besser mit dem Advanced wie mit dem Vanilla. Was? Wagner fliegt besser mit dem Advanced Flight System wie mit dem normalen System. Ich aber auch. Ja. Da fliegen sich die Helis einfacher, finde ich. Ja, der geht besser. Ja. Start schon. Ja. Absitzen. Wir warten auf mein Team. Tja. Muss jetzt nicht wieder aufsteigen. Okay, jetzt absitzen. User left your channel. User joined your channel. Hilfe! Oh. Mein Team einmal von der Gruppe lösen Richtung 280 in die Halle. Ich brauch Medic! Die 3. Okay, Morph, kümmere dich einmal um Bob. Hab Schmerzen, ich kann nicht rennen und ich hab keine Verletzung. Aber der hat nichts. Aber ich kann nicht rennen, ich kann gar nichts. Du brauchst keine Splinter an den Beinen, du brauchst keine Splinter an den Armen, du brauchst keine Wunden. Also wenn, dann hast du Phantomschmerzen. Was heißt? Gibt's hier eine Möglichkeit, medizinische Güter nach zu ziehen? Julius? Kann man hier irgendwo Munition und Medic-Kram nachfassen? Er hat gefragt,
das. Achso, Zelle. Fahrt mal nicht, Schneider. Warte, Meli. Okay. Okay. Ist der Shadow noch da? Oder sind gleich alle weg? Wir gehen mal in die Halle rein, ist mir so laut und voll hier. Bob, du passt nicht in die Reihe. Doch. Ich bin in der Reihe. Ich versuche das gerade zu organisieren. Also bei mir ist die Geisel weg. Ja, eine Fuhre, ist die Geisel, ne? Hin? Ist doch egal, Mann. Keine Ahnung, ich bin entschuldigt. Ist das nicht der Typ, der da vorne auf dem Heli-Landepad steht, die Geisel? Oh, das ist korrekt. Okay, ihr könnt den Schalter einfach wieder abbauen, glaube ich. Kommt der noch was? Oder ist das zu Ende? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil sonst würde ich mal voll kleine Jungs mal in die Ecke gehen. Ja, du kannst auf jeden Fall aufs Klo gehen. Irgendwo noch ein Tourniquet? Warte mal. Kann nochmal nachgucken, aber ich hatte dich eigentlich vorhin schon einmal gecheckt. Ich krieg schon wieder Schmerzen. Ja, du hast... Nee, ich hab keine Tourniquets dran. Nö, aber du hast eine große Menge Blut verloren, ne? Bräuchte ja, aber... noch ein bisschen Blut. Schmerzen habe ich trotzdem. Behinderte. Aber Morph ist ja dein Sunny, ne? Ja. Ich kann dir nochmal ein bisschen Blut geben, aber Schmerzen erklären sich dadurch irgendwie noch nicht. Nö, eben. Genäht bin ich ja auch. Wegen einer großen Prellung kriege ich auch nicht solche Schmerzen, dass man meinen, dass es komplett weiß ist. Ja, wisst ihr, manchmal ist es komisch. Antares? Was ist das? Ja. Munition? Hast du mitgehört? Nee. Dann, ihr könnt dann am zweiten Container auf. Ihr könnt hier an den Containern einmal Munition auf und Medikram aufpassen. User left your channel. Taos, du hast dich schon wieder leicht genervt an. Ich bin genervt davon, dass ich andauernd irgendwelche Geräusche habe, ja. Nee. Nervig. Ich habe so einen komischen Schleier um die Augen hier. Der nervt mich auch die ganze Zeit. Sonderbar alles. Oder ich habe mich auf den Stuhl hier vorne gesetzt und wurde aus dem Spiel entfernt. Er wird nicht gesessen. Logistik darf das. Ja, ich auch. Du Affe, wer bist du? Sind die Bandagen dann mit? Okay. Bandagen. Wenn ihr in den Aufenthaltsbereich wollt, da wo die Stühle stehen, könnt ihr euch aufhalten. Alles gut. Gino kann versucht ja auch mal hier in dem dritten Container Unterlaufgranaten weißen Rauch zu besorgen. Antares? Ja. Wenn
ihr euch aufhalten wollt, hier vorne gleich rechts um die Ecke steht Stühle, könnt ihr euch hinsetzen. Nein, also. Brauch ich nicht. Ja, aber auch als Aufenthaltsort. Jo. Dass sie nicht alle in der Halle rumrennen. Ja, die Munition nimmt sich gerade auf, deswegen. Da hat sich gerade einer an der Drohne verletzt. Sehr gut. Am Tank lass der Bräuler. Ich weiß nicht, ob die da Medic haben oder soll ich da eben hingehen und helfen? Hier laufen insgesamt, glaube ich, jetzt 5 Medics rum. Okay. So, wieder da. Ich mal gern wissen, warum ich Schmerzen hab, der Hölle. Man kann nicht mal rennen. Ich wollte Fang mit der Drohne spielen, hat nicht so gut geklappt. Wie steht die Geisel eigentlich schon wieder hier? Das ist mein Blut. Das ist mein Blut. Na, wenn du auch in meine Drohne rennst. Wir kennen uns aber mit Cybernetics nicht aus. Du, bitteschön. Dankeschön. Oh Gott, endlich. Ich hatte Arbeit, ich wollte gerade schon Rage quitten. Du kannst jetzt nicht zeigen. Genau das habe ich gefühlt. Nee, ohne Mist. Ich habe jetzt so eigentlich gesagt, bis 22.30 Uhr bleibe ich noch. Und wenn ich bis dahin nichts habe, gehe ich. Weil ich sitze hier seit 2,5 Stunden und habe nichts zu tun. Ja, ich warte jetzt hier. Das habe ich auch gemerkt. Und wenn wir den Ladebereich verlassen und in den Aufenthaltsbereich gehen, dann. Ja, ich muss auf den hier warten. Ich muss dem Bescheid sagen. Ja, warum geht auch AFK? Ja, der musste mit dem Hund. Das ist so viel. Okay, ich glaube, er wollte nur wissen, wo ich bin. Hab ich gerade vor. Wo ist Julius? Hauptsache, du drehst dich zu mir und hustest mich an. Ich brauche einen Sani. Auf EP. Oh ja, gerne. Jan Thales? Hm? Einmal umdrehen. Julius kommt da. Steht hier hinter. Du bist ein Träumer für euch. Ich bin laut. Julius? Ausstöpsel. Ich höre heute nichts. Da seid ihr mal langsam fertig mit Ausrüstung? Wir haben Ausrüstung? Wusste ich gar nicht. Wenn du nichts zu tun hast, da ist der Aufenthaltsbereich außerhalb der Halle 3 gleich rechts. Okay. Tino kann auch. Hier rechts außerhalb der Halle ist der Aufenthaltsbereich. Da hast du gar nichts zu suchen an dem Container. Okay. User joined your channel. Aufenthaltsbereich. Wir haben mehrmals gefunkt, hier, dass wir losliegen und Schipper komplett aussetzen soll. Du hast Bravo gesagt. Du hast genau, du hast Bravo gesagt. Bin ich mir 100% sicher, lieber Schneider. Ich auch. Dann korrigiert mich und steigt auf, weil du hier in meinem Funkkreis seid. Wow. Kannst du mal gucken, kann nicht schnell laufen oder gar nichts. Alles klar. Bin nicht perfekt, war zu sprinten oder? Ja, sprinten. Oder Shift-T. Wir waren währenddessen noch geguckt, also, ob die anderen verwundet sind. Warte. Also normal schnell kann das anscheinend laufen. Er hat mir rechts auf die Schulter getippt. Hatte. Nicht. Nein, kann nicht. Ich brauche keinen einzigen Sunny dabei, ist ja auch witzig. Ihr braucht, ihr könnt euch mal auf Standby halten. Ihr kommt gleich mit mir und Ben retten. Schnell rennen geht nicht. Damit ihr was Position ready, runden hast. Was denn? Du hast irgendwie Tactical Position Ready oder so? User left your channel. Versuchen jetzt mal zu sprinten. Dass ich eigentlich auch wieder sprinten kann. Nur in das. Sieht's denn bei dir mit Ausdauer aus? Ausdauer als grün. Sag mal, sitzt du bei dir eigentlich auf dem Stuhl? Wie gesagt, ich kann jetzt nochmal deine Beine angucken, aber. Wie viel wiegst du gesamt? Knapp 30 Kilo. Soll eigentlich auch kein Problem sein. Also eigentlich gar kein Problem. 30 Kilo geht noch. Keine Ahnung warum. Auch keine. Weißt du, was ist noch passiert? Morph. Hört. Kannst du mich nochmal durchchecken? Ja, kann ich machen. Wegen den scheiß Schmerzen. Ich weiß nicht, was das ist, wo die. Angenehm. Ich kann nicht sprinten. Na super.
Du kannst ja bei Antares schon mal beitreten in der Gruppe. Ja. Das Einzige, was du hast, ist die. Ja. Aber check einfach noch im Kopf. Check einfach noch mal durch, ob ich genug Puls habe, dass ich noch mal einen Morphin kriegen kann oder so. Keine Ahnung. Wenn ich in einer Sache gut bin, dann als Zeug. Shio, oder meldet sich aus dem Funkkreis ab? 175. Also bei mir ist auch alles normal. Also zumindest nicht so, dass du Schmerzen. Du kannst haben, einfach nur nicht mehr. 1-1-1. Bob, du wirst wahrscheinlich einfach nur mal hinter sprinten können, weil du nicht mehr genug Ausdauer hast. Nö, alles grün. Bitte? Ist das schön, oder? Ja, schön. Und Gewicht hab ich unter 30 Kilo. Knapp 28. Schio davon, check. Jo. Jo, check. Jo, check. Ich hab jetzt 5 weiße Unterrauch. 8, ja, explosiv und 7 normale Magaziner. Hast du mal nachgeguckt wie ein Visier? Weil ich will endlich ein Visier haben. Ohne Visier ist scheiße. Ich auch. Anti? Oh ne. Für 3 Sekunden bei mir ist er wieder woanders hingegangen. Ich weiß nicht, wo der jetzt in welchen Sekunden. Also, ich hätte ehrlich gesagt nix, was irgendwie für Schmerzen sorgen sollte. Außer vielleicht die beiden Prellungen. Ja. Guck mal, check mal meinen Puls und drück mir einfach noch ein Morphin rein, wenn der Puls passt. Also, ja, es ist so schön Puls von 70, halt, Blutdruck von 175, also... Würde ich im Grunde genommen jetzt eigentlich auch nichts unbedingt dran verändern. Gebe ich dir einfach ein Morphium noch. Ja, also ich sehe halt kaum noch was, das ist halt nervig. Danke. Seid alle aufmunitioniert? Hm. Gib dir nochmal direkt ein Epi. Ja. Sitzt da hinten. Könnte Bandagen gebrauchen. Ja. Erster Container. Ja. Ready Container. Jungs, Hilfe. User joined your channel. Ich kann nicht mehr aufstehen. Kann ich noch den Stuhl tragen? Ah, okay. Double vor geht. Hey! Ja. Mal heißen Bein hoch. Jetzt bist du mir, ich hab dich angelegt. Wo ist der jetzt her? Ich glaub. Bist du bei uns dabei, Schieger? Ah, bist du wieder da, Dennis? Können wir den schon mal irgendwie da hin verlegen? Oder irgendwie so? Also, ich hab vorne gesagt, du also, so. Nö. Die anderen haben auch 2 Sunnies jetzt. Nochmal, welche? 1-1-2. 1-1-2. Naja, weil die beiden Sand vom Medivac, die haben sich jetzt bei mir dazu gesucht. Arschloch. Sunny, Funkcheck? Perfekt. Hm, Sunny ist bei uns? Ja. Ich darf jetzt mal Sanitäter sein. Ja, das kriegst du viel zu tun. Das ist schön. Oh ja. Ich hab mich 2,5 Stunden der Runde der Sonne getan. Oder, um wen geht's? Entret lässt immer die Leute sterben, das findet er gut. Nee, ich war schon kurz davor, jetzt gerade mein LAN-Kabel zu ziehen. Huch, mein Internet ist weg. Gute Frage. Das ist eine billige Ausrede. Nee, mal ehrlich, wenn du 2 Stunden oder 2,5 Stunden hier rumsitzt und nichts machst, außer... Ja, lass dir was Originelles einfallen. Die LKWs rumlaufen. Also dann ist ja gut, dass ich die beiden Sunnies dabei habe. Dann habe ich jetzt 3. Damit kann ja nichts schief gehen. Du wirst mich nur arbeiten sehen, ne? Ha? Du wirst mich nur arbeiten sehen. Bam, Internetleitung gesprengt. Ich hatte Hunger und habe es selbst gegessen. Ja, ist sehr gut. Ich dachte, es wäre ein Spaghetti. Okay, wie ist jetzt die Lage? Das war aber mehr als Aldente. Heute gab es auch Spaghetti. User left your channel. Ja. Bei mir gibt es jeden Tag nur Kacke im Mund. Also, wir sollen müssen uns durch den Wald kämpfen, in die Ruine rein, ja? Ich hab meine Gebiete ja hier. Nein, ich muss abwarten. Ich bin auf Standby. Dann rett einmal zu mir. Nee, der ist gerade. Hab ein Lager-Update. Augen. Wo da? Da. Also folgender Fall: Wir werden jetzt gleich reinverlegt zu LZ Hotel. Ich hab die beiden Sanitäter vom Leeweg mit. Wenn du möchtest, kann ich dir da. Ja, ich hab einen. Ich hab schon einen. Nee, aber ich brauch eine 3. Ja, ich hab schon einen dabei.
Achso, du hast Sunny oder was genommen? Ja. Alles klar, gut. Wir werden nach LZ Hotel verlegen. Nach Infos ist die Landezone dort kalt. Allerdings ist alles nördlich der Landezone fein verseucht. Das heißt, wir müssen uns durch den Wald Richtung Norden kämpfen. Oh, nicht das Ding. Okay. Und ja, genau. Okay. Den Rest kannst du dir denken. Ja. Pali ist wieder drauf. Ja. Wir haben Schalldämpfer wieder drauf. Bei mir dasselbe, Schalldämpfer wieder drauf. Wir gehen in den Dschungelkampf. Und meine Arme sind verletzt. Ich hab gar keinen Schalldämpfer. Spaß haben sie verletzt. Ja. Och, mir ist der Prall in die Unterlaufkanne. Darum kann ich auch nicht. Es macht Spaß beim Militär, haben sie gesagt. mein Team. Okay, hinter mir in Kolonne aufstellen. Warte. Okay. Ja. Jo, Antares. Check gerade. Jo, check. Weiß ich nicht, siehst du was? Aber es ist nicht. Ja. Morf hat noch genug Medikram. Hinter mir stellen. Ja, ja, der hat auch einen nachversorgt. Alles klar. Ich sehe da nichts. Vier steht. Ein kann bei mir. Fünf steht. Ja, da muss gar nichts irgendwie nachgebracht werden. Das hat ja so kein Zeug. Ja. Sunny, Shioda? Was? Enttäuscht mich nicht, ne? Jawohl, Niemals. Herr Oberster. Sanitäter. Also Gliedmaßen sind alle in Ordnung. Mann. Jetzt alle dran. Oberbräuler. Ich noch nicht, aber nein. Ihr macht mich so stolz. Und ich kann nicht sprinten. Keiner mehr. Ich sitze als letztes auf. Wenn ihr sitzt, ne? Mach kein Wunder und nix. Bin ich wohl euer Gunner? Nee, kommen nur zwei. Drei. Ja, wir sind voll. Nee. Nee, hier sind noch Plätze. Ja, dann ist das. 239. Alpha 2 sitzt. Wenn dann klingt dich bei Renret an. Renret! Höre? Ich soll dich fragen, ob ich mich noch bei dir einstellen darf. Oh mein Gott! Oh. Hilfe! Du bist auf Dauersattel, glaube ich, oder? Nee, es kann doch. Sitzt du? Das war ich nicht. Ich bin selbst auch. Schneider, ich sitze auf. Aber ja, Boilers geht auf Crewfunk. Sag ich dir unten. So, jeder, der nicht Teamlead ist, bitte einmal in anderen Intercom. So. Kann ich jetzt abheben? Ja. Positiv. Schneider, hockst du? Positiv, Schipper hockt. Gut. Welchen Intercom seid jetzt reingegangen? In Crew. Du kannst ja auch da. Du kannst genauso auf den Ritt? Ja. Ja, wir sind jetzt Intercom. Wenn wir landen. Alter, bei wem bin ich beantwortet? Was denn? Wechsel mal den Intercom. Wie geht das? Selbstinteraktion. Fremdinteraktion. Ja, Fremd, Entschuldigung. Und Miss Guidance. Wenn wir landen bei der LZ, machst du Nord vom Heli, ich mach Süd vom Heli, ja? Wenn wir landen, sichern wir die Südseite vom Heli. Das heißt, ihr steigt aus, lauft südlich vom Heli und baut dort eine Feuerlinie auf und sichert. Womit? User left your channel. Gib
Panzerte, Fahrzeuge. Denret, du sitzt als erstes ab, ja? Jo. Touchdown. Ja, das ist so gut. Ja. Absitzensicherung. Absitzen, Sicherung Richtung Süd. Okay, Schützenlinie aufbauen Richtung Nord. Der Heli soll mal verpissen, Mann! Ich hab's mitgekriegt. Okay, vorwärts. Achtet auf eure Abstände. Das sind Verbündete nördlich von uns, oder? Haltet Kontakt zu euren Nebenmännern. Ohne Witz kann dieser Heli mal verschwinden, ich höre mein eigenes Wort nicht. Kontakt voraus, 60 Grad. Bin an einem Baumstamm festgenagelt, komm hier nicht. Nein, wieder da. Der ist oben an einem Stein, wir brauchen da eine Unterlaufgranate, sonst kriegen wir den dann nicht weg. Bin hinter dir.
Gesamter Trupp rein an die ran an die Steinformation. Lass uns mal kurz an die Steinformation. Deutsche. In den Felsen. Kreuze, Kreuze, Kreuze. Hier können wir rein, hier ist der Eingang, hier ist der Eingang, wieder. Eingang sicher. Kümmert euch um die Verletzten. Zeig. Übernehmen Schneider. Hier, alles sauber, könnt reinkommen. Ja, war sonst irgendwie einer Hilfe? Ich sicher aus. Irgendeiner von den anderen außer Snyder irgendwie verletzt? Nein. Zwei Neger. Frage, Steffen, Status? Grün. Overlord für Alpha 1 kommen. Kann mal bitte einer dem Heli sagen, dass er hier endlich mal verschwinden soll? Man hört sein eigenes Wort nicht mehr. Komm. Ging schnell. Lass mich gerade auf. Dankeschön. Alpha 1 Ende. Ja, ich kann mich nicht austragen, bitte, ja. Genie. Meldung, wenn alle wieder grün. Zwei. Ich brauch Blut. Jo, ich weiß, ich check gerade Vitalwerte. Okay. 500. Behandlung abgeschlossen. Alles klar, dann grün. Können wir weiter? Ja, Behandlung abgeschlossen. Okay, mir nach. Kolonne. Achtung, hier sind Verbündete. Oh, hallo. Hallo. Guten Tag. Sagt mir bitte, ihr habt Sanitätsmaterial mit. Ja. Danke. Sunny ist einmal mit dem Kameraden am Eingang teilen. Wir brauchen noch einen zweiten Sunny hier oben am anderen Ende. Ja. Wenn wir den verarzten, wir haben keine Sanitätsmaterial mehr, wir bergen aber dafür dann. Ja. Wir teilen gerade auf und der Sunny kümmert sich gleich. Bin anwesend. Oh, alles klar, hier weiter geht's. Da, der Verletzte, wo ist der Nächste? Hier am Boden. Der liegt auf der Treppe. Alles klar. Weil der Rest hatte eh noch was. Wenn ich smoke, mir aus. Ja. Ich smoke. Perfekt. Eine weitere. Ja. Hinter der Hügelkuppe auf 12 Uhr gerade durch sind mindestens 4-5 Infanteristen, ziehen hierher. Und die linke Flanke, also links vorm Tempel vorbei, könnten auch Feindtruppen sein. Check. Da oben an der Ecke ist ein HMG-Nest, ist jetzt ausgeschaltet, kann aber wieder bemannt werden. Ich mach gerade Tornikis an die Gliedmaßen, mach du mal Kopf. Ginokan, ich brauch dich hier vorne. Gioda? Ja, bin da. Check. Kannst du mir kurz ein bisschen Blut geben? Jetzt sieht man sich viel. Dort oben ist ein HMG-Nest. Sobald sich da oben irgendwas bewegt und ich dir nicht sage, dass da Friendlies sind, haust du da sofort eine HI rein, ja? Achtung, am Eingang von der Ruine haben wir direkt Stolperminen. Achtung, Stolperminen in der Ruine. Leg dir erstmal einen Liter, ich muss selbst aushalten. Wo sollen die sein? In der ganz innen drin, ja, im Innenbereich. Kriso, komm mal bitte aus der Sicherung raus und komm mal bitte in den Innenraum bitte mit rein. Okay, liegt. Lol. So, Verwundetenübergabe. Bitte aufnehmen. Ich nehm. Okay, Kriso, komm mal bitte mit da vorne. Wo bist du? Kriso, wo bist du? Der ist vorhin mit nach vorne dahin gegangen. Auf der linken Seite. In der rechten Seite, sorry. Noch ein Verletzter. Ja, wir kommen, Higiro und ich sind auf dem Weg. Haben wir noch. Ich checke. Welche du bist, wo bist du? Komplett. Aktuell? Im Eimer. Alles klar, dann gehe ich erstmal zur Hälfte. Perfekt, okay. Dann braucht ihr da noch Hilfe beim Bandagieren? Bei dem anderen? Oder was wird da? Muss da noch kommen? Ja, ich, dann übernehme ich. Bandagieren. Übernehme ich da. Levi? Da ist ein Stolpermin. Ja, so. Und mitgemacht. Da ist auch noch direkt einer. Da ist direkt einer. Und da sind viele. Okay, an alle Truppenmitglieder. Da kommt einer. Ja, der Medivac ist aber leider bei uns, der ist ja schon hier. Bitte.
Den hätten wir auch nicht, den hätten wir so schnell auch nicht durch den Wald wieder runter zum Heli gekriegt. Ach so. Danke, Bob. Moin, Gerrit. Moin, wie sieht's bei euch aus, Statustechnisch? Also Bravo 2 ist fast komplett ausgefallen, wird gerade verarztet. Von okay. Medivac plus Antares. Beim Druck. Schmerzen, ja. Sunny. Bravo 1 und. Nein, den retten. Nein. Mama hat mich angeschossen, jetzt werde ich erstmal gefleckt. Ich soll funken, also musst du auch funken. Ich hab nämlich nur. Torso ist jetzt zu, ich glaube, du solltest mal zwischen denen. Wenn du mit Dingens fertig bist, einfach ein Stück zurück. Mach den linken. Hinter mir? Ja. Linke Bein. Danke. Ziemlich viel zu tun. Linke Beine hier. Bravo 1 und. Bravo 1 versucht gerade noch meinen, den Rest meines Teams zu bergen, falls wir irgendwo hier liegen. Wir haben mindestens 4-5 Leute in der Richtung, feindlich. Hier oben an der Ecke ist ein HMG-Nest, das kann wieder besetzt werden. Ich hab's mal ausgeschalten, aber Achtung, immer im Auge behalten. Und ihr seid jetzt von da runtergekommen, oder? Ja. Alles klar, dann gehen wir raus, dass es sicher ist. Gut. Wo bist du? Tausend ist wieder aufgegangen währenddessen. Ich bin wieder da, hallo. Nice. Umdrehen, runterlaufen. Beine sind, das sollten jetzt auch zu sein. Boah, ich nehme das Small, der rechts liegt mit. Gut, Ganto? Ganto, Yannick, ich hab wohl den Namen vergessen, sorry. Der Torso wieder rot, ich krieg einen Kopfkram. Ja. Ich helf euch. Kommt runter. Was ist denn jetzt hier los? Hoppala. Was hab ich jetzt gemacht? Achtung, Verletzter! Benji, wie ist die Lage da vorne? Brauchst du Unterstützung? Ja, ich brauch definitiv Unterstützung. Alles klar. Verwundetenaufnahme? Jetzt ist zu. Ist weiter unten. Oh, weiß ich. Okay. Und folgendes. Schuss auf uns. Ah ja. Runter. Irgendwo von, keine Ahnung, von wo. Sind die Richtung bitte rein? Kotzen, Alter. Ja. Fuck, Grötze. Benji. Die Bob, alles gut. Wieder da. Bob, komm zurück. Noch ein Verletzten. Ich bin auch verletzt. War das eine Granate, sag mal. Quick. Noch mehr Verletzte. Hi, Sunny. Hallo. Ich hab doch gesagt, mit mir kriegst du viel zu tun. Oh, da kommen noch mehr Verletzte, sehr gut. Wie viele Leute haben wir jetzt gerade aktuell auf dem Bein? Können wir gerade mal durchzählen, kommen? Ich muss auch noch werden. Wir sind jetzt bei 4 Verletzten. Danke. Da kommt jetzt noch ein 4. Wer von meinem Squad lebt? Könnte es auch aussehen, ja. Wir brauchen medizinische Güter. Ich glaube, uns gehen die medizinischen Güter aus. Ja, definitiv. Den Rest liegt ab. Das sind zu viele. Okay, rotes Team mit mir. Okay. Okay, Gino, komm zurück da. Zurück. Ja, er ist gerade gestorben. Geil. Wer hat sich jetzt denn hier gemeldet bei mir? Der Newspawn steht bei mir jetzt. Guck mal, den krieg ich doch geheilt. Das ist doch positiv. Bin ich tot? Antares? Ja. Der ist tot. Wer? Wie heißt der? Robert. Okay. Ja. Hundemarke abnehmen, eintüten. Ich hau meine HE auf 150 Meter raus. Auf jeden Fall vereinzelt Minen. Das war die Wand. Ja, das Problem ist, solange man mit der Brustkorb zu. Wer ist eine Granate? Ist vorne irgendwo verschollen. Ich weiß nicht, wo er ist. Hab ich gerade die Leiche wandert. Achtung, wer ist eine Granate? Ich überprüfe mal ganz kurz, wie der Status da drin ist. Vielleicht kann ich die ansetzen. Wir unterstützen. Gut, ob da. Wer ist überhaupt das Gesicht voll? Als Problem ist es, wir halten. Ja. In der Basis sind medizinische Güter möglich? Ich brauche nicht, die müssen dann nur mal vor der Drohne den scheiß LKW wegfahren, dann könnte ich das Ding hier. Overlord für Alpha 1, komm. Ist es möglich, medizinische Güter hier hochzubekommen? Komm.
Meldet! Kochsalz! Brauchen wir dringend, komm! Levi? Brauche Blut! Was Antares? Los, ja? Hat jemand gerade eine Hand frei? Ich hab diese Drohne hier. Ja, ne, du kannst zwischen den. Ich bräuchte mal eine CPR hier. Ja. Setzt du dich mit Julius aus und Chipper auseinander, dass die, die ja, da rein machen. Ich meine nur, während ich halt am Rest mal habe. Okay, von der Basis ja, dass die hier ist. Achso, die müssen die mitbringen. Die ja, dann sprich mit denen, dass die mitbringen. Okay, check. Zwischen genäht. Du kannst dich abnehmen am Arm. Ja. Alles klar, mach ich. Willst du mal bitte unten den dich an den Tür da unten deckt? Willkommen zurück. Dann kann der hier beim Verarzten helfen. Machst du halbe oder machst du halbe? Einen Moment. Also wir brauchen aber ihn nicht machen, solange der noch Löcher im Körper hat. Stimmt auch wieder. Ja. Ja, erstmal zukriegen und dann vor allem ein bisschen Blut rein. Wüsstest du, wo es da lang geht? Blut kann ich ihm geben. Oh mein Gott! What the fuck, Alter? Ja, nur wie gesagt, wir müssen ihn zukriegen. Aua! Ja, ich drücke ihm trotzdem mal Blut, weil Thomas? Ich dachte mir aus, dass er ja. tot ist. Alles gut, danke. Bei dir? Ja, ich freue mich gerade, weil ganz gut ist. Ja, kriegst nochmal Blut von mir. Ich muss halt ausgleichen. Bob, ja? Bist du grün? Ich habe noch einen Epi, dann muss ich gerade den Blutdruck machen, ansonsten bist du entlassen. Ja, Anfang nee, abgeschlossen, Bob. Jetzt bist du grün? Ja. Da steht doch jemand. Okay. Schnurkan abbauen. Da vorne decken genug Leute. Oh, hier versuchen wir einen Seitenlinie zu finden. Helfmarsch ist tot. So, Higiri müsste erstmal alles gewesen sein. Wenn der Herzschlag ist weg, kommst du nochmal. Jo, danke. Chili, Morph, ich. Ja. Jodisch, komm. Ja, ich mach keinen. Bis Medic sagt, ich darf wieder. Wir sind gerade auf dem Weg, komm. Steffen mit mir. Jawohl. Geh auf, du Vollidiot. Links raus. Nicht rechts hoch, links. Antares. Morph und Shioda, ihr seid ja noch unten bei den Verletzten jetzt, ja? Korrekt? Ja, alle, die gerade am. Die wir gerade behandelt haben, sind leider gestorben. Okay, habt ihr jetzt da unten noch Verletzte? Shioda ist am letzten dran, aber ich glaube, der ist soweit erstmal fertig. Okay, Herbert, dann übernimmst du noch einmal die kleine Tür Richtung Westen, wo wir vorhin reingekommen. Oh fuck. Nicht weiterlaufen. Alles gut. Kommt man hier weiter? Nee, glaub nicht. Nee, ja, ich doch. Glaube auch andere Richtung. Oder wir können hier. Behandlungen abgeschlossen. Hier bei mir unten. Bei mir. Ja, okay, wir laufen wieder zurück. Hier. Anti. Hier ist der Durchgang. Ups. Hier würde man drauf langkommen. Okay. Antares? Ja. Den Befehl, den du uns gerade geben wolltest, nochmal wiederholen? Richtung Westen den Türeingang sichern. Ich versuche gerade mit dem roten Bunny-Team eine Position zu finden. So, verstanden. Achtung, Freund. Deckung. Lade. User left your channel. Ich hab Schmerzen. Hier rein. Nach hinten rum verschieben. Kommt hier rein. Nach hinten rum verschieben, ja. Von eurer Richtung aus nach Westen. Kommt wenn möglich hier in die Ruine rein. Ich hab Schmerzen. Oh fuck. Dein Ziel zu lang. User joined your channel. Sind jetzt alle hier drin? Ja. Negativ, ich stehe noch außen. Okay. Sieht einer die Pissnelke? Ich bin gerade.
gerade auf der anderen Seite, ich versuche den ausfindig zu machen. Bob, nicht dahin gehen, nicht dahin gehen. Hier, auf die andere Seite. Ja, geh du mit Shinokan. Wow. Genau deswegen. Also wenn ihr hinten rumlauft, können wir dem glaube ich ausweichen. Kann ich. Ja, Mann. Bist du fast am Arsch. Okay, los. Okay, wir sind hinter der Ruine. Ich seh ihn nicht. Okay. Fuck, jetzt habe ich Rauch im Gesicht. Ja, sorry, ich musste, um da rauszukommen, aus dem Kackeingang. Ja, okay. Kein Problem, ich habe gerade nur beim MG ist, glaube ich, ein Bewusstloser. Steffen, bleib, komm mal mit mir mit. Ja, wo bist du? Warte. Vorne. Ich hab grad Lex, sorry. So, wer ist der? User left your channel. Okay, sucht euch hier in der Klippe mal eine Position. Ey, habt ihr Schützen? Das ist Higiri. Habe ich jetzt den Falschen getötet? Ja, du hast gerade Higiri erschossen. Scheiße. Das war nicht mit Absicht. Könnt ihr mit mich auf mich böse sein nachher? Alpha 1 an alle Einheiten. In welchem Team ist der Gruppenscharfschütze? Komm. User joined your channel. User left your channel. Ja, aber ich komme hier halt nicht runter. Man kommt hier halt nicht runter. Morph und Yoda, ich brauche ganz dringend eure Hilfe. Ihr müsst gerade Richtung Osten hoch, wo gerade die ganze Zeit gekämpft wurde. Haltet euch auf der Nordseite, folgt der Nordkante vom Steinwall bis hinten um die Ecke. Dort hat Bob gerade einen Friendly erschossen. Der sieht nicht. Wir haben gerade noch Behandlung von mehreren Verletzten, okay, aus check. Dem ja, anderen bleib Trupp. Da. Ich habe glaube Alpha 2, glaube ich. Antares, lass mal hier nicht runter. Ja. Ich glaube, hier kommt man runter, oder? User joined your channel. Antares, sollen wir schon aufschließen? Ja, aufschließen. Ja, ich glaube, ich habe unsere feindlichen Sniper eliminiert. Die sind ganz oben auf der Spitze, auf dem Hang. Ganz, ganz oben im Wald. User left your channel. Ja, wo ist denn Antares hin? Keine Ahnung. Antares, Frage Standort von der Klippe nach Norden oder Süden verlegt? Nordseite.
Morph-Status? Wiederholen. Status, wo bist du? Status grün, grün, bin gerade Verletzte am Behandeln, sind immer noch an dem an okay. der Tür Ruinenanfang. Ich glaube, ich krieg seinen Blutfluss nicht gestopft hier unten. Bob, komm mal von da unten runter. Von da oben runter. Wir haben im Osten ganz oben im Wald noch Feinde. Ja. Von dort aus haben wir uns die ganze Zeit beschossen. Ganz, ganz oben. Okay, korrigierer Blutfluss ist. Ja. Kommt hier irgendwer für Ikiri? Ja, hoffentlich Morph gleich. Okay, frei. Ja, jetzt geh du mal in die andere Richtung rum. Hinter den Pfeilern. So, ich komme jetzt zu euch. Check. Wie war das? Links halten einfach, ne? Korrekt. Aufpassen, am Rand im Osten sind oben noch Schützen. Chinookan, wir gehen wieder raus, wo Steffen gerade Hygiene behandelt. Naja, check. Frage in die größere Ruine rein oder links den Hügel hoch? Links halten, nicht durch die Ruine. Morph, ich hab dich glaube ich gerade kurz gesehen. Geh mal ans Ende von der Treppe und guck Richtung Nordosten. Chinookan, du kannst doch rennen, oder? Check, geh mal zurück. Ab. Geh mal zurück und geh mal Morph holen. Ich hab euch gesehen, ich komm. Und Chinookan, wenn du wieder da bist, gleich schießt du mal ein paar Unterlaufgranaten da oben in den Wald. Ein Stück höher. Du hast ihn. Sehr schön. Komm, du acht hier bei Vanille und. Ja, ich hab Vanille und Käse gefunden. Perfekt. Und wo ist jetzt dieser dreckige Sack, der hier 24-7 rein?
ich mich nicht mehr melde. Hab noch zwei explosiv noch. Achtung, irgendwo hier ist noch ein Sack, der 24-7 rumballert. Achtung. Servus. Servus, Herbert. Ah, ja. Kannst du schnell laufen? Ja. Kannst du mich nicht mehr runter zum Sonnenstrahl? Ja, ja. Gibt mir nicht besser. Ja, dann leg dich mal hin, sonst ist. Ich bin grün. Irgendwo schießt hier nämlich noch ein Sack die ganze Zeit auf den Eingang, wenn man hier links hingeht. Ja, ich weiß, ich hab ein paar E-Kommando hochgefeuert. Und bin mal eingenebelt. Achso, anderes. Also, wenn dann sind sie oben am Tank. Aber ich glaube, dass da keiner mehr übrig ist. Ihr habt gehört, ihr habt noch zu wenig. Nee, der Tempel ist sicher. Hinter dir muss sein. Und ich hab auch die Info gefunden, die wir brauchen anscheinend. Das übliche. User left your channel. Wir würden gerne zurück in die Basis kommen. Shioda? Shioda? Bist du noch am Eingang? Check, allerdings gerade keine Sicherung aufgebaut, da wir mehrere Verletzte behandeln müssen. Okay, wir kommen zurück, wir helfen dir. Okay, Trupp, zurück zum Eingang. Steffen, nachziehen. Da bin ich schon da. Alter. Du hast mich erschrocken. Hey. Positiv, komm. Negativ, komm. Negativ, komm. Okay, alle hier unten unterstützen, außer Steffen und Shinokan. Ihr müsst nochmal mit mir mitkommen. Wir müssen nochmal zurück in den Tempel und die scheiß Schalen da anmachen. Wieder oben vom Berg, irgendwo oben vom Berg. Ich hab geraucht. Kopftreffer und Armtreffer habe ich. Ich habe keine Bandagen mehr. Ja, wir gehen in die Kannst du rennen? Rennen kann ich, ja. Okay, rein in den Tempel jetzt. Steffen auf Minen aufpassen. Also Personen waren keine mehr drin, wenn dann ist noch irgendwo ein Sprengfall oder so. Okay, kümmere dich um deine Verletzung, ich mach die hässliche Schale da. Ja, ich bräuchte Bandagen. Oh, fuck. Ein Hauptsache Kopf, Arm ist erstmal abgeklemmt, der Kopf ist zu. Jo, danke dir. Overlord für Alpha 1, komm. Demacher, du lebst. Schale entzündet, komm. Bist du mit? Die ganze Zeit bewusst. Hier Alpha 1 negativ. Ich habe nur Infos über eine AF-Basis an einem von zwei Funktürmen. Ich würde Ihnen die Info dann zukommen lassen, wenn wir in der Basis sind. Generell
doch, da oben. Da oben sollen aber auch noch Freunde liegen. Das soll da so grün brennen, ne? Alle bereit? Ja. Gut, dann geht's wieder zurück. Morf Shioda macht euch verlegebereit. Wir müssen gleich wieder runter zu Elsie. Alles klar, wir verlegen. Ja, Antares, Schee oder verarztet mich noch kurz, dann kann ich auch wieder vernünftig mit. Ja, okay. Yoda, du kommst mit, ne? Ja, komm mal mit. Ist er nicht? Wo bist du? Ich bin um den Steinwald herumgelaufen. Komm mal wieder dann zurück, da wo die Lücke zwischen den Steinen war. Der ist da nicht, ich hab schon geguckt. Wir müssen noch weiter hoch. Hast du ihn gefunden? Negativ, ich sehe dich, aber ich bin links von dir auf dem Stein. Jo, der muss irgendwo hier oben sein.
Das letzte Mal gesehen habe ich ihn bei dem Felsmarker auf Höhe 230 von dem Felsmarker einfach östlich davon. Da hatte ich letzten Sichtkontakt. Ihr Jungs könnt schon mal runter zur LZ verlegen. Wir suchen hier oben noch das letzte bisschen ab und dann kommen wir auch. Okay. Bist du denn? Ja, positiv. Ich bin den Berg runtergerutscht. Richtung Süden. Wo wir herkamen. Ja, Südwest, positiv. Ja, wir geben's auf. Lass uns zur LZ verlegen. Kein Zweck. Den finden wir hier nie. So, verstanden. Wir treffen uns unten am Eingang. Ist auf euer Eintreffen dann draußen, oder? Runter zu LZ. Check, wir halten okay, wir sind an der LZ. Jo. Hallo, wer kommt denn da? Oh, Erdbeben. Ah ja. Oh, was geht ab, Bob? Ja, die haben mich vergessen. Haben die dich vergessen? Ja. Ich wurde da irgendwo angeschossen, war bewusstlos, lag irgendwo bewusstlos und die haben erstens nicht gemerkt, dass ich weg war und auf einmal haben die gesagt, über Funk, ja, lass den da liegen. Scheiße. Weil die nicht, weil die mich nicht gefunden haben. Ja, aber trotzdem, sowas geht nicht. Das ist halt gefühlt Regel Nummer 1 gebrochen, Mann zurückgelassen.
Weil die Helikopter da war und nicht lange rumsuchen wollten. Ja, aber trotzdem, das geht so nicht. Also bei mir wird das gar nicht in Frage kommen. Nein, da wird der Mann, der letzte Mann so lange gesucht, bis zum geht nimmer. Ist so. Ja, das ist einfach so, das gehört sich auch so. Weil das zumindest, kann nicht angehen. Zumindest eine Hundemarke nehmen wir mit. Das ist zumindest der Körper normalerweise auch. Ja, je nachdem, mehr ist kein Körper mehr. Wollte ich gerade sagen, je nachdem welcher Zustand. Ja, aber ich fand's trotzdem, trotz der anfänglichen Probleme, war es wie gesagt normal ist und warum vollkommen geht die Drohne an? Jetzt greife ich mich auch. Welche Drohne? Die Drohne ist gerade angegangen. Das war nicht geplant. Lass das bloß sein, das ist heute schon nicht schief. Das ist heute schon ganz schief gegangen. Gleich zerleicht es uns. Ja, die Dinger sind heute schon einmal explodiert. Ja, wir waren live vor Ort. Ich sehe gerade, Griso ist weg. Hat der geragequittet oder? Gestorben. Er ist ganz weg. Ich wollte mal mit dem TS. Ja, dann wird das wahrscheinlich heute ein bisschen gefixt haben. Die letzten beiden Missionen von uns sind nicht so. Der Helikopter! Würde ich mal behaupten. Überhaupt kommen da eben runter. Die Kisten sind übelst Tabak. Ey, wenn ich ehrlich sagen muss, ich feier Lechi-Uge. Der war echt cool. Wo er mich gefunden hat. Den Typen feier ich. Das Ding hörst du doch echt meilenweit, ey. Also. Ja, es ist heftig. User left your channel. Na, die anderen sind sie wieder da. Ich sehe euch da oben, Jungs, das Bier ist schon eingekühlt. Apropos Bier, ich habe noch eins vorgestellt. Na bitte. Lacker kommt auch ein bisschen schnell runter, wa? Also mich würde nicht wundern, wenn der jetzt abstürzen würde. Wäre irre lustig. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel.